Und damit ein Jojojo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf diesem Anal. Und ja Leute, es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Brawl Show, denn morgen kommt schon der neue Brawl Talk raus. Ich würde sagen, lasst doch gerne mal einen schönen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich auch freuen. Der Link zum Zweitkanal ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir springen mit dem Kopf durch die Tür. Let's go. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Brawl Show. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, morgen um 10 Uhr kommt der neue Brawl Talk raus, das Update, was entscheidet, ob Brawl Stars noch länger lebt oder jetzt endgültig leider stirbt. Und ganz ehrlich, der dauert nur 3 Minuten, ich denke, das war's dann wohl mit dem großen Brawl Stars Hype. Was will man machen, Supercell ist halt nur ein kleines Entwicklerteam, aber gehen wir mal an die Sache ran und schauen, was denn alles so Neues kommt. Das wissen wir zwar noch nicht, aber wir können schon ein paar Vermutungen anstellen. Also als erstes sehen wir im Titel schon ein neuer legendärer Brawler. Damit haben wir jetzt schon über 5 legendäre Brawler im Brawl Stars und ich verstehe es einfach nicht. Wieso könnt ihr keinen seltenen rausbringen? Der letzte seltene Brawler war Rosa. Wie der Brawler genau heißt und was er kann, das werden wir erst morgen um 10 Uhr erfahren. Aber wir haben jetzt schon ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, dass es ein Feuerbrawler wird. Zum einen hat sich am 10.10. um 20.30 Uhr der WKBR-Stream ein klein wenig verändert. Die Stimme sagt jetzt nämlich nicht mehr, this is normal, sondern this is normal, we already told you. Also das ist normal, wir haben es schon gesagt. Dazu hört man jetzt aber auch noch im Hintergrund ein Feuerknistern. Dazu kommt, dass wir auf dem Thumbnail des Brawl Talks auch so ein kleines Feuersymbol sehen. Das habe ich nicht reingeschnitten, auch wenn es so aussieht. Könnt ihr gerne selber nachschauen und da gerne mal ein bisschen ranzoomen. Da in diesem A ist einfach so ein Feuersymbol drin. Heißt nochmal ein Indiz in Richtung Feuer. Und jetzt das krasseste, als die zweite Star Power zum neuesten Brawler Colette angekündigt wurde. Dann sehen wir hier hat sie ihr Buch in der Hand und zum Beispiel bei Shelly ist sie dann die Munition von Shelly, bei Max ist dann das Max-Zeichen und bei Sandy ist der Sternenstaub. Und dann ist hier aber noch ein Name, wir sehen aber nur ein A und der Rest ist abgebrannt. Ihr merkt schon, gebrannt hat was mit Feuer zu tun, also geht auch wieder in die Richtung Feuer-Brawler. Denn sagen wir zum Beispiel, es soll den Magier Barley-Skin anspielen. Wieso steht dann da ein A? Wir haben keinen anderen Brawler mit einem A erstmal und wir haben auch keinen anderen Brawler mit einem Feuerthema. Deswegen sage ich vor allem auch, weil wir in den Spieldateien einen neuen Brawler namens Fire Dude gefunden haben, dass wir im nächsten Update einen neuen Feuer-Brawler bekommen, nämlich Alex. Was mir übrigens gerade so noch einfällt, auf dem Thumbnail ist ja auch im A dieses Feuer, also wir haben auf jeden Fall sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Feuer und A. In den Spieldateien wurde übrigens auch Hold to Fire gefunden, also Halten zum Feuern. Deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass der Brawler irgendwie einen Flammenwerfer hat und man immer den Joystick halten muss, damit er schießt. Sowohl im Hintergrund des Thumbnails als auch im Teaser-Video sehen wir eine mexikanische Stadt, deswegen denke ich mal, dass das unsere neue Umgebung ist. Und wer hätte es gedacht? Es gibt natürlich auch wieder jede Menge Feuer und am Ende, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, steht natürlich auch Brawl Talk Tomorrow, also morgen kommt der Brawl Talk. Was morgen ganz sicherlich nicht kommen wird, ist der Gewinner vom Supercell May Contest. Das ist nämlich Nussknacker Gale von dem guten Erik Imperial. Sieht ganz gut aus, ich denke mal, der kommt dann zu Weihnachten. Was sonst noch Neues kommt und was es jetzt mit Halloween zu tun hat, keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, dass bis auf 2 Maps alle Hot Zone Maps ausgetauscht werden und wir auch sehr wahrscheinlich neue Halloween Skins bekommen werden. Und ich denke mal, auch die alten vom letzten Jahr werden auch sehr wahrscheinlich wieder zurückkommen. Damit würde ich dann sagen, ein Like gleich, eine Stunde weniger auf den neuen Brawl Talk warten. Damit würde ich mich wie immer über Like, Abo freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao!